Was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal wieder natürlich mit mir, Manuel Gonzalez. Und es soll um ein Thema gehen, das ich ganz oft in meinen Kommentaren lese, nämlich schneller reden, langsamer denken, wie funktioniert eigentlich diese Welt? Und jeder hat so seine eigene Geschwindigkeit. Was das heißt und warum du das für dich nutzen kannst, das erfährst du gleich. Also bleib dran. Okay, Leute, jetzt mal ganz ehrlich. Wer von euch hat sich schon gedacht, fuck, der Gonzalez redet viel zu schnell? Und ich habe das relativ häufig, dass ich, wenn ich mit Leuten rede, dass sie erstmal sagen, so, wow, warte. Langsam nochmal, so dass ich das verstehe. Und der Grund dafür ist nicht, dass ich zu behindert dafür bin, um langsam zu reden. Ich kann auch wunderbar langsam reden. Ich kann auch Dinge betonen. Und ich bin mir auch dessen bewusst, dass wenn man etwas wirklich mit viel Ausdruck rüberbringen möchte, dann sind es die Pausen, die tatsächlich darüber entscheiden, wie viel Gewicht in einem bestimmten Teil des Satzes liegt. Nichtsdestotrotz funktioniert meine Welt so, dass ich sage, fick drauf, weil ich einfach keine Zeit dafür habe, langsam zu reden. Ich höre Hörbücher in x-facher Geschwindigkeit, ich schaue Dokumentationen in x-facher Geschwindigkeit, ich rede mit Leuten super schnell und meine Welt funktioniert sehr, 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 sehr schnell. Und es gibt Leute da draußen, deren Welt funktioniert sehr, sehr langsam. Die Frage ist jetzt, ist das eine richtig oder das andere oder ist das gut oder ist das schlecht? Und die Antwort darauf ist, liegt im Individuum. Wenn also jemand zum Beispiel sagt, ey, ich bin jemand, der gerne chillt, ich möchte gerne mich mehr zurücklehnen, ich möchte das Leben genießen, ich möchte den Moment sehen, dann ist es natürlich viel sinnvoller, langsam zu sein. Wenn aber jemand anderes sagt, hey, ich habe Bock, was zu machen, ich will mich bewegen, ich will viel schaffen, dann ist es natürlich viel sinnvoller, wenn man sagt, ich möchte schnell sein. Es gibt auch Situationen, in denen ich sehr, sehr langsam bin. Zum Beispiel, wenn ich meditiere, zum Beispiel, wenn ich mich zurücklehne und in den Moment komme. Das ist natürlich etwas, wo ich nicht so viel Gas gebe, sondern wo ich das genaue Gegenteil mache. Und genau diese Abwechslung ist auch unglaublich wichtig, denn man braucht sowohl das eine als auch das andere. Das ist also jetzt erst einmal die erste Antwort auf die Frage. Aber die viel wichtigere, die zweite Antwort auf die Frage ist, wie ist das denn im Umgang mit anderen Menschen? Also nicht nur, dass du dein eigenes Tempo hast und das ist mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer, sondern du willst natürlich auch das Tempo, das du hast, an das, was du vorhast, anpassen. Also, wenn du mit jemandem redest, den überzeugen möchtest, der vielleicht etwas langsamer ist, dann kann es gut sein, dass es wichtig ist, dass du langsamer wirst. Wenn du jemand anderen überzeugen willst, der vielleicht sehr schnell ist und sehr on point und keine Zeit hat, dann kann es einfach auch mehr Sinn machen, wenn du etwas schneller redest, etwas schneller denkst und wenn du einfach mehr on point bist. Und genau das ist eben das, was ich dir an dieser Stelle mit auf den Weg geben möchte. Wenn du mit jemandem redest, schau ihm in die Augen, finde heraus, was ist seine Geschwindigkeit. Du kannst zwar Einfluss darauf nehmen, aber versuch dich in seine Geschwindigkeit zu begeben, denn dann wirst du ihn abholen können. Wenn du auf jemanden zugehst, der super schnell ist und du wirst langsam sein, wirst du ihn langweilen. Wenn du auf jemanden zugehst, der langsam ist und du wirst sehr schnell sein, dann wirst du ihn einfach damit verschrecken. Und genau deswegen achte darauf, im Business-Kontext, genauso wie auch, wenn es darum geht, Frauen kennenzulernen, Männer kennenzulernen oder Freunde oder was auch immer, achte darauf, dass du dich in einem angemessenen Tempo befindest. Und lass dich nicht irritieren, wenn jemand sagt, hey, du redest zu schnell, sondern finde dein Tempo und diktiere damit so ein bisschen auch die Situation. Also, wenn du sagst, wie ich zum Beispiel in meinen Videos, scheiß drauf, ich habe keine Zeit, langsam zu reden, ich will viel Sachen in wenig Zeit packen, dann nimm dir einfach das Recht heraus zu sagen, ich funktioniere schnell und ich möchte dementsprechend auch, dass ihr mich so schnell wahrnehmt. Und wem das nicht passt, hey, der kann sich eben andere Sachen anschauen. Und hier auch nochmal ein ganz, ganz kleiner Tipp am Rande noch und zum Schluss auch, wenn du sagst, du möchtest deine Geschwindigkeit erhöhen, einfach weil du mehr erreichen möchtest, dann kannst du das sukzessive machen, indem du zum Beispiel immer schneller die Audiobooks hörst, indem du zum Beispiel dir den VLC-Player runterlädst, mit dem du Videos gucken kannst und damit die Geschwindigkeit immer wieder erhöhen kannst. Und du kannst natürlich auch versuchen, etwas schneller zu reden. Natürlich ist es aber auch sinnvoll, Geschwindigkeit rauszunehmen. Deswegen auch hier nochmal ganz klar, du solltest jeden Tag wenigstens für 10 Minuten meditieren, weil dir das hilft, auch wieder Ruhe in dein Leben zu bringen. Wenn du sagst, du möchtest allgemein dein Leben ein bisschen schneller verbringen, du möchtest allgemein mehr Dinge in weniger Zeit erreichen, dann habe ich noch einen Geheimtipp für dich, der vielleicht gar nicht mehr so geheim ist, nämlich das Mentoring mit mir. Das Mentoring mit mir ist eine Möglichkeit für dich herauszufinden, was dein Lebenssinn ist, auf deinen Lebensweg zu kommen, all den Bullshit rauszuwerfen und dich präzise auf den Weg zu begeben, der dahin führt, wo du deine eigene Bestimmung siehst, wo du hin möchtest, um die Welt zu verändern, dabei reich zu werden, tolle Menschen kennenzulernen und eben auch wirklich etwas zu hinterlassen, was größer ist, als wir alle gemeinsam jemals hätten sein können. So, jetzt aber auf jeden Fall viel Spaß. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin viel Spaß. Klick auf den ersten Link in der Infobox und lass mir einen Kommentar da, wie deine Geschwindigkeit ist, ob du mich zu schnell findest oder ob du selbst vielleicht sogar der Meinung bist, dass ich noch zu langsam bin für deine Welt, weil du so schnell bist. Bis bald. Ciao.